Lustkrebs. Da ist er. 10 Stück. Seaweed. Ne? Also wer hier ein bisschen Weed braucht, kein Problem. Haben wir auch. 10 Stück am Mann. Du arbeitest schon, oder? Go, go. Arbeite. Ach nee, warte mal. Der braucht doch Loks, ne? Bitte nicht. Oh nein, der braucht Loks und Iron. Ne, der Vorteil ist, der nimmt sich einfach den Baum, der gerade am nächsten steht, oder? Wo gehst du hin, ne? Du hast gerade den Baum abgebaut. Wo willst du hin? Ah, okay. Geht sich mal wärmen. Ja, wir haben nur noch 2 Kleidung. Das ist nicht so gut. Ist übrigens auch der Farmer. Also, dass der da was abgebaut hat, ist okay. War wahrscheinlich markiert hier die Ecke. Sieht man auch, dass es hier markiert ist zum Abbauen. Jetzt arbeitet er gut. Hat 9 Loks. Das ist sehr gut. 9 Loks sollte erstmal reichen. Habe ich jetzt die Liste gefunden. Die Liste, die kannst du mir bitte später schicken, nach der Aufnahme. Via den Link. Den schaue ich mir jetzt natürlich nicht an. Und ich würde jetzt auch den Teamspeak-Sound nicht wirklich begrüßen. Einfach, weil ich ihn als störend empfinde. Das ist Meinungssache. Okay, 12 Loks. Ich hätte gerne den Fischer. Wobei wir aktuell gar kein Nahrungsproblem haben. Wir haben wirklich nur ein Holzproblem. Also warum sollte ich jetzt den Fischer bauen? Das ist auch wieder so eine Frage. Ne? Wir könnten mal Straßen bauen. Wisst ihr was? Wir bauen Straßen. Wir werden jetzt mal Straßen bauen. Die Frage ist, bauen wir Steinstraßen? Wir haben 91, eigentlich nicht, ne? Friedhof hat noch Zeit. Die ersten Leute sind 30. Das geht noch. 1 von 30, 0 von 30. Das ist ja frustrierend. Wir haben 3 Arbeiter. 36 von 45. Okay, der muss nochmal Werkzeug holen gehen. Das war wirklich, man muss ganz ehrlich sagen, das war Fail von mir. Dadurch, man könnte jetzt sagen, hey, ich ziehe das Projekt in die Länge. Ja, stimmt auch so gesehen. Weil dadurch, dass wir kein Werkzeug haben, wir relativ ineffizient arbeiten. Aber es ist schön zu sehen, dass nahrungstechnisch gesehen wir trotzdem nicht wirklich sinken. Einfach weil wir so viele verschiedene Nahrungsquellen haben. Wir haben 3 Felder, die jedes Jahr komplett gut arbeiten. Wir haben den Gatherer, wie gesagt, der rastet komplett aus. Der, keine Ahnung, der hat nimmt locker genug ein für 2 Felder später. Also der nimmt locker, kommt locker auf seine 1800. Weil ein Feld, kann man mal gucken, kommt ungefähr so auf 1000, wenn es gut läuft. Aber manchmal hier auch so auf 800 noch was. Ja, schon relativ gut. Man muss auch bedenken, dass die Feldarbeiter auch noch ungebildet sind, ne? Das ist auch immer so ein Faktor, den ihr noch bedenken müsst. Ich hätte gerne eine Baumplantage. Die Frage ist, wohin damit? Oh, jetzt hat der Dude hier, der hat quasi keine Angel, wenn ich das Symbol so ein bisschen ernst nehmen soll. Ja. Ach, was laber ich denn? Da ist ja gar kein Fischer. Ich bin auch so retardet. Oh, ich kam gerade ans Stängel vom Mikro. Falls das zu hören war, tut's mir leid. Weil die Häuser müssen fertig werden. Das ist jetzt echt ein Problem. 2 Tools, 2 Werkzeuge, okay. Go, 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 komm, komm. Ja, ich weiß. 4 fehlen noch. Und das Lager ist wieder leer. Ah, da hätte ich ein bisschen mehr aufpassen müssen. Das war dumm von mir. Loks sind wir gerade bei 40. Der Grund auch, warum die Loks sich nicht wirklich erholen, obwohl wir da hinten die Dudes haben, die Loks abbauen, also Holz abbauen, ist der, dass man für Brennholz quasi Loks braucht. Das seht ihr ja. Der ist ja gerade dick in der im Video zu sehen. Der gute Heini. Und dahinter der gute Blacksmith, der braucht auch Loks, ne? Quasi zum Anheizen. Und deswegen haben wir, was das angeht, so ein bisschen Mangel. Und naja, die hinteren Häuser, also die hinteren beiden Dinger, können das gerade nicht wirklich tragen. Grund dafür ist auch, dass der Weg so weit ist zum Holzlager. Ne? Weil währenddessen arbeiten die quasi nicht. So, einer von 4, einer von 4. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Wir sagen, dass nur noch einer arbeiten soll. In dem Haus zieht gerade irgendwie keiner ein. 20, seht ihr, das war schon ein bisschen spät. Und wir haben jetzt hier den Blacksmith drinne. Also das Spiel, wenn ihr quasi irgendwie was habt zum Abbauen zum Beispiel, ne? So wie hier. Dann hat man meistens, hier jetzt quasi nicht, das haben wir hier den Arbeiter und den Student, aber meistens hat man dann wirklich, quasi der Fischer wird dann quasi hier auftauchen.
meistens, wahrscheinlich später, wenn die Fischerhütte fertig ist. Das hat das Spiel meistens so, dass die Wege nicht so lang sind. Wechseln ja gerne mal die Berufe. Genau. Ja, das Spiel passt das dann quasi so an, dass die Wege nicht so weit sind. Was natürlich göttlich ist, also das ist richtig gut. So, da ist jemand eingezogen, du bist gleich fertig. Wir haben zwei Labore. Was wir jetzt machen, ist natürlich erstmal wieder unsere Pharma herholen. Die brauchen wir nämlich. Habe ich gerade gesehen, dass wir nur 4 hatten. Von 6, was schlecht ist. Und sobald Schüler rauskommen, packen wir die natürlich, wer hätte es gedacht, nach da hinten, ne? Wir müssen hier, was das angeht, hier müssen wir ein bisschen, ja, zulegen. Ich hatte ja, wie gesagt, ich gehe gerne nochmal drauf ein. Hitbox, könnt ihr noch die alten Aufnahmen sehen mit der beschissenen Soundqualität. Könnt ihr gerne nachgucken. Da hatte ich von denen, ich glaube, 6 Stück. 3 hatte ich auf der linken Seite, beziehungsweise ich glaube 2, aber ich wollte noch 3 weitere bauen. Also es wären 5 gewesen später. Und rechts hatte ich 3. Da mussten die Bäume zwar erst wachsen, aber generell hatte ich 5 Stück. Und später wären es 8 gewesen. Ne? Und hier haben wir gerade nur 2. Also damit ihr mal den Unterschied seht, wie ich beim ersten Durchlauf übertrieben habe. Und das eigentlich zu Recht. Weil man sieht ja, wo es hinführt. Ja. So, Werkzeugmangel ist immer noch da. Das liegt einfach daran, dass ihr jetzt erstmal ein bisschen hinterherkommen muss. Wobei die Zahl 4 immer noch da steht. Der Nachteil ist doch im Blacksmith, wir können hier nicht sagen, hey, mehr als einer. Ne? Weil beim Blacksmith kann leider immer nur einer arbeiten. Ein zweiter Blacksmith lohnt sich auch nicht, weil sich das auf jeden Fall auskorrigiert. Also wir werden mehr bekommen als da. Seht ihr, 6. 4 Leute brauchen noch einen, bleiben schon 2 übrig. Easy. Konno, was ist? Wolltest du was sagen? Nee, ich wollte gerade nichts sagen. Okay, hat sich wirklich so angehört. Das heißt, wir haben jetzt schon, was die Werkzeuge angeht, die Situation gerettet. Sehr gut, das freut mich. Bedeutet für uns jetzt, dass wir den Fischer nicht bauen könnten. Einer kam wieder aus der Schule. Die Felder sind voll besetzt. Blacksmith-Hammer, Holzhammer, also Brennholz. Nahrungstechnisch gesehen haben wir überhaupt gar keine Sorgen. Das heißt, ich muss hier einen weiter einstellen. Zack. Jeder, der kommt, geht erstmal hier rein. Ja, ich brauche an sich jetzt eigentlich Kleidung. Ich sehe das selber und ein Schneider. Ich kann mich aber nicht um alles kümmern. Ich brauche aktuell erstmal Holz. Ich will hier nicht noch mehr wegholzen. Ihr seht ja, das sieht schon richtig kahl aus. Hier hinten kann noch ein Kräuterdude hin. Wir haben zwar 22, Medikamente, quasi Kräuter, die heilen, die unsere Bevölkerung gesund machen. Aber woher wir die bekommen, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall noch einen Kräuterdude, der extra das Zeug sammelt. Wobei ich mich frage, was alles noch dazugekommen ist mit dem Update. Also, vielleicht sammelt der jetzt noch ganz anderes Zeug. Ich zeige euch den mal. Wo ist der denn? Da. Ne? Der Herbalist, genau. Über den bekommen wir eigentlich das ganze Herbalist-Zeug. Also, was die Dudes gesund macht. Unsere Maden. Wenn wir da ein bisschen genauer drauf eingehen wollen. Das sind ja immer unsere Maden hier. Kron ist ja auch eine Made. Yep. Ja, ich bin gespannt, was der noch so raushaut. Also. Will ich wirklich. Weiß nicht. Will ich mich überraschen lassen, was der noch so raushaut? Den müssen wir auf jeden Fall auch noch bauen. Das heißt, ihr seht, wir brauchen richtig viele Bürger. Was für Alltagsklassen haben wir hier? 16 und 16. Okay. Schauen wir mal in die weiteren Häuser. Was haben wir hier? 12. 12, alles zu jung. 16, 16, 13, ja, wir brauchen weitere Häuser. Wer hätte es gedacht? Beziehungsweise weitere Häuser lohnen sich aktuell für uns. Das meine ich natürlich damit. Das bedeutet, kann das Haus hier hin? Ja, das ist perfekt. So, ich mache noch ein paar Häuser hier um die Schule herum. Und dann mache ich wahrscheinlich, also dann wird wahrscheinlich der Friedhof kommen. Und neben dem Friedhof die Kirche. Die Kirche ist ziemlich groß. Und hinter der Kirche dann, hoffe ich natürlich, das kann ich so noch nicht wirklich zu 100% sagen, dann geht Standbild, so, weil Autosave. Hinter der Kirche kommen dann die besseren Häuser hin, die neuen Häuser, die großen Häuser, die auch ganz crazy Ressourcen brauchen. Das heißt, auf lang oder
kurze Sicht gesehen müssen wir, was das angeht, auch ein bisschen nachrüsten. Ebenfalls können wir den Part mal dazu nutzen, um ein paar Straßen zu setzen. So, da haben wir wieder einen. Wie gesagt, ich übertreibe gerade, was das hier angeht. Zack, jetzt haben wir schon mal 4. Das heißt, wir haben 2 von 4 und 2 von 4 drin. Freut mich schon mal etwas mehr. Zudem sind das ausgebildete Dudes, die wir jetzt hier reingeschickt haben. Da seht ihr, das letzte Jahr war richtig beschissen. 23 Loks nur. Ja, das ist nicht gut. Das ist mega schlecht. Das ist nicht ein bisschen schlecht, das ist wirklich mega schlecht, ne? So, und wir haben auch schon wieder keine Loks mehr, ne? Da seht ihr einfach dieses riesige Problem. Aber gut, wir müssen das gerade mal lösen. Ich habe keine andere Wahl. Wir werden wohl oder übel eine Brücke bauen. Die auch mal zu bauen ist gar nicht mal so schlecht. Und zwar nehmen wir diese Brücke hier. Eine meiner Lieblingsbrücken. Ist die Frage, baue ich die neben dem Fischer? Ja, ne? Conno? Wäre okay, oder? Meinst du, das würde scheiße aussehen? Das würde eigentlich gehen. Ich gerade sehe, dass das Ding 75 Loks braucht. Alles klar, Spiel. Brücken sind teuer. Aber dafür kannst du tatsächlich, habe ich auch rausgefunden, Brücken über ganze Seen drüber ziehen. Okay. Was optisch sicherlich nice wäre, aber ich glaube jetzt nicht wirklich einen tieferen Sinn ergibt, ne? Okay, ich muss das leider probieren. Theoretisch schon. 75 Loks kann ich mir gerade nicht über leisten. Über den See drüber ist kürzer als um den See herum. Das stimmt natürlich, ne? Deine Argumente sind wie immer unschlagbar. Das ist jetzt die Sache. Ich markiere mal so ein bisschen Grünzeug. So, das reicht. Mehr will ich nicht haben. Das heißt, im Winter kriegen wir wieder ein bisschen Holz. So lange warten wir noch mit den Farmern. Du hast schon, ja, wie gesagt, wird auch etwas effektiver später, gerade wenn da 3 drin sind, aktuell noch nicht. Stand auch noch nicht von Anfang an. Ist aber auch eher jetzt so, dass es einfach so ein bisschen nahrungstechnisch gesehen, ne, Abwechslung reinbringt. Ein weiteres Gebäude ist, was halt im Winter so gesehen Nahrung bringt. Und ihr habt halt die Möglichkeit, Muscheln zu finden. Und die haben einen relativ hohen Tauschwert im Handelsposten. Und der Handelsposten wird übrigens auch bald nötig sein, denn wir sind im 4. Jahr. Ja. Der war gut. Doppeljahr. Egal. Wie gesagt, erstmal kümmern wir uns um die Straße. Schon wieder ein Laborer. Das ist gut. Wohin mit dem? Den lassen wir. Wir lassen den Laborer, den Bürger, denn der baut jetzt quasi ab und sorgt für Holz. Na? Ich könnte ihn jetzt hinten reinpacken. Aber nein, wir lassen den jetzt erstmal Ressourcen rantragen an die Baustellen oder eben Bäume abbauen, die wir markiert haben. Die Sache auch, dass wir gerade so wenig Holz haben, liegt daran, dass ich 5 Häuser bauen lasse. Und ja, das hat viel Holz kostet. Ziemlich viel. So, so viel dann zu unseren Fußwegen. Das sind jetzt erstmal die schlechten Fußwege. Also, um das klarzustellen, die Person, also eure Maden in dem Sinne, meine Maden, das seid ja quasi ihr. Oh, der Baum wird zum Abbau. Nein! Nein! Ja. Man wird markiert und deshalb darfst du die Straße nicht mehr da durchsetzen. Genau, deswegen darf ich die Straße nicht durchsetzen. Das macht aber nichts. Was ich sagen wollte. Okay, ich dachte schon, hä, was war da schon wieder? Die Wege sind halt erstmal so provisorisch die schlechtesten. Das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Und je nachdem, welchen Weg ihr habt, laufen die Dudes schneller. Ja? Was natürlich dafür sorgt, dass sie quasi wieder schneller an die Arbeit gehen können, die sie nachgehen sollen. Also ziemlich wichtig, dass wir da uns drum kümmern später, dass das Ganze relativ effektiv wird. Die Kiste. Hört ihr das? Diesen Chor? Ich liebe Chor-Sound.
So, ich mache hier aktuell noch keinen Fußweg rein. Und das meinte ich nicht hier, sondern ich meinte das hier, neben der Schule. Denn ich glaube, doch mache ich hier so, weil hier kommt Deko hin. Ich werde hier einen Brunnen hinbauen. Ein Brunnen ist ziemlich wichtig, das braucht ihr, damit eure Häuser nicht abfackeln. Den werden wir, und dann ein bisschen Grünzeug mit Bänke und Lampen. Und Frau Sitz ist auch